Guten Morgen! Ja, heute haben wir richtig schönes Wetter. Die Sonne scheint wieder und es ist blauer Himmel. Und deswegen gehen wir heute natürlich ein bisschen nach draußen. Ich bereite jetzt alles vor, damit wir alles dabei haben, wenn wir unterwegs sind. Und dann geht's los. Hab hier schon mal die Windeln, Feuchttücher und die Wickelunterlage in den Rucksack gepackt. Bei drei Windelkindern habe ich immer eine ganze Armada an Windeln dabei, wenn wir rausgehen. Für jeden zwei. Also eine wird dann auf jeden Fall unterwegs immer gewechselt und die zweite ist dann halt für Notfall, falls doch mehr nötig sein sollte. Wir sind ja immer nur ein paar Stunden draußen, dann reicht das auf jeden Fall. Heute nehme ich kein Milchpulver, Flaschen und heißes Wasser mit, weil das Wetter so schön ist, habe ich meinen Stillschal eingepackt. Für Miuna habe ich Wasser eingepackt, dann für alle Kinder ja, ein paar Snacks. Das ist für Jun und Makoto. Das sind Bibi, Reiskräcker und das ist für Miuna. Auch so Gemüse, Kekse und Decke, damit die Kinder zwischendurch auch mal was knabbern können. Und dann ist diesbezüglich auch alles schon fertig. Und mehr nehme ich auch gar nicht mit, wenn wir nur für einen Spaziergang in den Park und auf den Spielplatz gehen. Ich packe da lieber immer sparsam. Und auch aus der Erfahrung heraus brauchen wir viel mehr Zeug auch gar nicht, wenn wir unterwegs sind für ein paar Stunden. Wir sind angekommen. Und hat eben seinen Reiskräcker im hohen Bogen aus dem Kinderwagen geworfen. Ja, das war's dann mit dem Reiskräcker. Hier sind heute so viele Leute, aber bei dem schönen Wetter ist das ja auch kein Wunder. Ich habe mir jetzt eine Mütze aufgezogen, weil es doch ein bisschen windig ist. Nicht, dass mir die ganze Zeit die Haare im Gesicht rumfliegen. Bist du satt geworden? Bist du satt geworden, ja? Jetzt, wo ihr sitzen könnt, könnt ihr ja auch mal aus dem Kinderwagen raus, ne? Mal ein bisschen hier draußen spielen, ne? Ja. Ich laufe jetzt ein bisschen im Kreis, damit Jun und Makoto einschlafen können. So lange kann ich nur noch spielen. Und danach werden wir noch ein bisschen spazieren gehen. Und dann fahren wir wieder heim. Da hinten fliegt so schön, das wollen wir uns mal ansehen. Der Wind ist so stark. Bei uns zu Hause noch gar nichts. Aber das wird sicher auch nicht mehr lange dauern. Also das hier sind die Kirschblüten und das hier sind die Pflaumenblüten. Ach, ich bin schon so richtig in Frühlingsstimmung. Und jetzt begeben wir uns wieder auf den Heimweg. In der Sonne ist es richtig schön warm. Die Kirschblüten hier blühen noch nicht. Das sind aber die normalen Kirschblüten. Die blühen etwas später, wie die wir da hinten gesehen haben. Ich liebe Spaziergänge einfach. Ich bin so froh, dass es endlich Frühling wird. Heute habe ich es mal wieder geschafft, früh aufzustehen. Schon um 6:30 bin ich heute aufgestanden, aber auch nur, weil heute Mionas Bett geliefert wird und ich noch alles freiräumen wollte. Das habe ich gestern nämlich nicht mehr geschafft. Da meldet sich auch schon ein Baby. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles aus dem Weg geräumt, was stören könnte, da ich nicht weiß, wie klein verpackt das Bett ist und wie leicht die es rein und hoch tragen können. Deswegen wollte ich nicht, dass irgendwas im Flur steht oder im Weg steht. Das ist bei uns nämlich alles hier sehr schmal, also ich hoffe, dass wir hier überall durchkommen und auch hier um die Ecke kommen. Aber naja, wir haben hier ja auch schon Möbel hochgekriegt, so ist ja nicht. Und dann müssen sie hier in das Zimmer. Habe ich auch schon alles aus der Ecke geräumt, weil das Bett soll nämlich dahin.
Und dann ist hier, denke ich, auch genug Platz, um das aufzubauen. Ich freue mich so sehr, dass hier dann heute das Bett stehen wird. Eine Matratze haben wir aber noch nicht für das Bett. Die wollen wir dann erst kaufen, wenn das Bett steht, wenn wir wirklich alles genau ausgemessen haben. Auf jeden Fall ist es jetzt auch Zeit für Miona aufzustehen und zu frühstücken. Gemüsereis mit Käseherzen und Banane. Bitteschön. Ja, die Möbelpacker sind jetzt da. Hä? Nein, Mika. Ja, Mina. Wurde gerade dein Bett geliefert? Hä? Ja, dein Bett? Bett. Minas Bett ist angekommen. Es wird gerade oben aufgebaut. Ich bin schon so gespannt. Was denn? Also die Mama ist total gespannt, wie es aussehen wird. Da steht auch der LKW. Es wurde hier auch wieder Teppich ausgelegt und oben auch, damit sie ja nichts dreckig oder kaputt machen. So, der erste Mittagsschlaf im eigenen Bett. Bin mal gespannt, wie es klappt. Ich werde euch auf jeden Fall das Bett später nochmal richtig zeigen. Jetzt lasse ich Miona erstmal schlafen. Nachts schläft Miona ja sowieso immer bei uns im Bett. Und den Mittagsschlaf hat sie ja dann immer im Babybett gemacht. Aber nachdem wir abgestillt haben, hat sie den da halt auch nicht mehr gemacht. Und deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, ob wir das wieder einführen können, dass sie den Mittagsschlaf jetzt erstmal im eigenen Bett macht. Und dann mal abwarten, wann sie im eigenen Bett auch nachts schlafen will. Das lassen wir ganz entspannt auf uns zukommen. So, jetzt werde ich euch das Bett nochmal richtig zeigen. Und man kann definitiv drüber diskutieren, ob es nun das richtige oder das falsche Bett für eine 2,5-Jährige ist. Aber es ist kein Kleinkinderbett, sondern ein Kinderbett. Aber wir sind nach langem Überlegen zu dem Entschluss gekommen, dass für uns ein Systembett die beste Lösung ist. Und hier seht ihr Mionas Bett. Wir haben uns für ein Hochbett entschieden, das unten drunter noch Schränke und eine Kommode hat. Ein Schreibtisch ist auch schon dabei, auch wenn sie den noch nicht braucht. Was hier jetzt noch fehlt, ist ein Schreibtischstuhl und eine Matratze. Ich habe jetzt nur testweise das Futon draufgelegt, dass wir immer für unsere Gäste benutzen. Das wird aber meine Mutter ab dieser Woche bekommen. Und deswegen müssen wir da für Mina noch was Neues besorgen. Ich wollte einfach nur sehen, wie das alles so da reinpasst. Aber es ist auf jeden Fall eine normale Bettgröße. Das Futon passt zumindest super da rein. Und das ist ein ganz normales Erwachsenenfuton. Da ist jetzt hier unten so eine Matratze. Dann ist ja die normale Matratze da drüber. Und halt ja Decke und Kissen. Das Bett an sich, das ist hier aus Holz. Das ist bei japanischen Betten aber normal. Die haben keinen Lattenrost, die haben Holzbretter unten drunter. Das ist bei unserem Bett auch so. Was das betrifft, habe ich mich hier dann schon lange angepasst. Die Leiter, die hier dabei ist, ist auch relativ flexibel. Also die kann man ganz einfach hier abhängen. Okay, mit einer Hand ein bisschen schwer, aber die kann man abhängen und ja, ranhängen, wo man will. Sogar hier an der Seite kann man sie ranhängen, wie man das möchte. Im Moment ist sie gerade hier, weil wir den Schreibtisch ja im Moment noch nicht brauchen. Ich mag bei dem Bett, dass außenrum der Rahmen komplett drumrum ist, also dass da keine Lücke ist, wo eigentlich die Leiter hinkommt und man hochklettert, sondern dass das wirklich flexibel ist. Überall könnte man mit der Leiter hoch, aber es ist auch überall zu, sodass Miona nicht rausfallen kann. Das Einzige, was uns etwas Sorgen gemacht hatte, war, dass das Bett eben auf der Höhe von den Fenstern ist. Weil in dem Zimmer ist es leider so, dass egal wo man das Bett hinstellt, es würde immer irgendwie höher als die Fenster sein. Denn die einzige lange Wand, die man irgendwie benutzen könnte, da ist ja die Leiter, die hoch ins Loft geht. Da kann man das Bett auch nicht hinstellen. Und trotzdem würde eine Seite irgendwie vom Fenster stehen. Das ist in dem Zimmer alles etwas problematisch. Aber trotzdem haben wir uns dann für das Hochbett entschieden. Denn die Fenster können wir ja abschließen, sodass Miona sie überhaupt nicht aufbekommt. Das Fenster hier war halt unsere größte Sorge. Denn hier steht das Bett eben genau davor. Miona kommt an die Verriegelung dran und könnte das Fenster einfach aufschieben. Aber dafür haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Das ist jetzt unmöglich für Miona, dieses Fenster aufzubekommen. Aber weil ich jetzt nicht da rüberklettern will, zeige ich euch das am anderen Fenster. Nämlich hier. Also normalerweise ist unser Fenster ja hier mit dieser Verriegelung geschlossen. Die kann man eben einfach entriegeln und dann das Fenster aufschieben. Aber gerade geht das nicht, weil es eben doppelt gesichert ist. Nämlich hier unten noch einmal. Und ich muss jetzt gucken, dass man das sieht, weil hier ja die Sonne reinscheint. Hier, das ist unser zusätzliches Fensterschloss und das bekommt Miona niemals auf. Also das kann sie nicht aufbekommen, da die Schlüssel dafür nicht hier sind. Und selbst wenn sie eben dieses Schloss aufmacht, sie kann in keine Richtung das Fenster aufschieben. Es geht einfach nicht. Ich werde es aber jetzt gerade mal entriegeln und dann das Fenster öffnen. Das ist der Schlüssel für dieses Schloss. Damit kann man das Schloss entfernen und dann kann man das Fenster auch ganz einfach aufschieben.
Natürlich ist es dann im geöffneten Zustand gefährlich für Miona. Sie könnte dann natürlich trotzdem rausfallen. Aber selbst wenn ich es nur so einen kleinen Spalt öffne, was ja auch schon zum Lüften reicht, kann ich einfach wieder das Schloss anbringen. Dann kann sie es auch nicht mehr zumachen und auch nicht mehr weiter auf. Es geht einfach nicht mehr. Das ist also wirklich komplett gesichert. Da kann kein Kind rausfallen. Aber ich mache das Fenster jetzt wieder zu. Mit einer Hand ist das ein bisschen tricky. So, Fenster zu. Dieselben Schlösser haben wir übrigens auch an allen Balkontüren und unten an den Türen, die raus in den Garten gehen, also in den Garten hinterm Haus. Denn Miona hat schon herausgefunden, wie das normale Schloss aufgeht. Also sie kann da den Riegel schon runterschieben und dann den Hebel umlegen und die Tür aufschieben. Und das war uns alles sehr riskant, dass sie einfach nach draußen verschwinden könnte, wenn ich gerade meine Augen auf den Jungs habe. Deswegen sind jetzt alle Balkontüren und Fenster, an die sie rankommen kann, abgeschlossen. Und ich öffne die dann einfach, wenn ich eben dabei bin. Und dann kann überhaupt nichts passieren. Ich finde es auf jeden Fall jetzt richtig toll, dass Miona ihr eigenes Bett hat. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir für sie noch eine Matratze besorgen. Die darf aber auch nicht so hoch sein, weil sonst eben der Rahmen, der ums Bett ist, auch keinen Sinn mehr macht. Deswegen muss es schon eine etwas dünnere Matratze sein. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Und sobald das dann fertig ist, möchte ich sie dran gewöhnen, ihren Mittagsschlaf hier zu machen. Nachts wird sie wahrscheinlich noch nicht hier schlafen wollen. Ist halt auch komisch, dann so ganz plötzlich alleine im Zimmer schlafen zu müssen. Das wird natürlich nicht funktionieren, aber damit haben wir auch gar keine Eile. In Japan ist das ja auch überhaupt nicht ungewöhnlich, dass die Kinder lange bei den Eltern schlafen. Das ist sogar relativ normal. Mein Mann hat mir auch erzählt, dass er nie ein Bett hatte. Als Kind schon gar nicht, weil sie waren halt 4 Kinder und der Platz war halt wirklich nur begrenzt. Da kann man überhaupt keine Betten aufstellen. Das funktioniert überhaupt nicht. Da haben immer alle auf dem Boden geschlafen. Bevor seine Eltern mit allen Kindern in das Haus gezogen sind, in dem die Eltern jetzt auch noch leben, haben sie auch alle zu 6 in einem Zimmer geschlafen. Also Platz ist halt wirklich Luxus hier. Da kann man sich halt nicht beschweren, wenn man dann sein eigenes Zimmer hat oder wie Jun und Makoto eben sich ein Zimmer teilen müssen, weil wir verhältnismäßig richtig viel Platz bei uns im Haus hier haben. Das hat definitiv nicht jeder. Ich war auch schon mal bei einer japanischen Familie zu Gast. Wir waren dort für eine Gyoza-Party eingeladen und die Familie hat eben auch Kinder, aber schon ältere Kinder, die gehen schon alle in die Schule. Also ich glaube, die Jüngste oder der Jüngste ist schon in der Mittelschule, also wirklich schon größere Kinder. Aber selbst da, die Wohnung ist halt auch nicht riesig und da schlafen auch alle auf Futons auf dem Boden und stellenweise da auch noch mit den Eltern in einem Raum, weil es geht einfach gar nicht anders. Es ist einfach kein Platz da. Große Wohnungen sind unglaublich teuer. Die meisten Familien können sich sowas gar nicht leisten, dass jeder ein eigenes Zimmer hat und Betten und alles Mögliche. Es ist hier eine komplett andere Kultur. Das Familienleben läuft ganz anders ab. Ich denke, Miona hat jetzt auch nur ein Bett, weil ich es gerne wollte. Sonst hätte sich mein Mann bestimmt auch noch ein bisschen Zeit gelassen, bis sie ein bisschen größer ist. Aber dieses Bett hier kann sie auch lange benutzen. Also das ist ja kein Kleinkinderbett. Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, weil wir wollten das nicht, dass sie dann das Bett in ein paar Jahren nicht mehr benutzen kann und dann schon wieder ein neues braucht. Das wollten wir nicht. Wir warten jetzt einfach ab, ob sie darin schläft und wann sie darin schläft. Es gefällt ihr auf jeden Fall. Mittagsschlaf hat ja auch einmal schon geklappt. Habe ich ja einmal getestet. Aber ich will sie richtig anfangen, wenn sie ihre eigene Matratze hat, ihren eigenen Bettbezug. Nun ja, ich denke, ich kann das Video dann noch an dieser Stelle beenden. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Mir fällt zumindest gerade nichts mehr ein. Und ich höre auch gerade unten schon wieder ein Baby weinen und deswegen sage ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye, bye.